Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos. Endlich mal wieder zu einer neuen Folge von Blue Fire. Wir befinden uns in der Stadt Steinherz und haben es geschafft, diese Statue, die immer raffgieriger werden, zu aktivieren, damit wir auch endlich hier in dieser Stadt wieder starten können. Wir haben uns ein bisschen was hier oben angeguckt gehabt, sind auf Orup getroffen und einen Schneider, glaube ich. Ja, ich würde sagen, wir untersuchen jetzt einfach die Stadt ein bisschen und gucken mal, wo es uns als nächstes hinführt. Ich wünsche euch da draußen hoffentlich viel Spaß. So, ich glaube, was ist denn das? Das leuchtet. Komme ich hier so ohne weiteres rüber? Was ist das? Bücherset. Ein staubiger Stapel alter Bücher. Denn... ich gehe immer auf die falsche Taste. Wo ist denn mein Menü? Warte. Hatte ich nicht mein Menü? Nehmen wir dieses. Daran erkennt es, ist zu lange her. Oder, ja, jetzt so bei der Verteidigung. Ich spiele ja so unfassbar viele verschiedene Spiele und Tastenbelegung. Irgendwann ist einfach Chaos im Kopf. Ich habe das Spiel, wie du siehst, jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Ergo, weil so ein YouTube-Kanal neben einem normalen Job tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und ich hatte einfach... Dieses Format war immer zeittechnisch viel, das ist immer so ein bisschen hinten unter. So, das zur Erklärung. Also, wir haben... Ich wollte mal gucken, hier. Genau, wir haben nämlich einen seltsamen Felsen bekommen von... Orup, glaube ich. Was wir damit tun sollen, ich habe keine Ahnung. Also. Lassen wir uns überraschen. Ja, das nur zur Erklärung. Wenn man Format irgendwie ein bisschen länger nicht mehr kommt, dann gibt es entweder kein neues Level aktuell, wie bei The Bus zum Beispiel, oder es ist einfach aus beruflichen Gründen, ne? Weil mit dem, was ihr seht, mit der reinen Spielzeit, ist es ja nicht getan. Alleine der Schnitt dauert ja gefühlt noch bei die doppelte Länge von dem, was ihr hier seht. Dann gibt es noch eine Nachkontrolle und der reine Upload und. Und da gehen dann schon bei einem so einem Video ein paar Stunden irgendwie bei drauf. Die musst du auch erstmal haben. Ah ja, genau, hier ist Orup. Ja, wir können ja mal hören. Der seltsame Stein gehört jetzt dir. Ich hoffe, mein Geschenk gefällt dir, Freund. Ich weiß halt noch nicht, was ich damit anstellen soll. Freund. Ja, durch die Tür rennen. Nicht jede Tür öffnet sich uns. Also, bei dem können wir jetzt hier nichts anstellen. Gut, ich hätte ja gehofft, dass wir einfach... in ein anderes Haus reinlatschen, aber das ist nicht so. Oh, Entschuldigung! Ich dachte, du wärst böse. Ah, Flötenspieler. Entschuldigung, Wolfgang. War das nicht der von meinem Wolfgang? Der hat so eine Dieter Bohlen-Frisur. Wolfgang Bohlen. Hast du nicht gesehen, dass ich übe? Du bist nicht von hier, oder? Nee, deswegen hätte ich dir jetzt nicht die Flöte abgesäbelt. Schön zu sehen, dass neue Überlebende unterwegs sind. Du kannst mich Wolfgang nennen. Seit ich in die Stadt gekommen bin, kann ich nicht aufhören, an den Tempel der Stadt zu denken. Etwas daran ruft nach mir. Man sagt, es war einst die Heimat eines Gottes namens Nuos. Denkst du, das ist wirklich wahr? Tempel suchen, heißt das übersetzt. Tempel suchen. Tja, ich überlege, wo wir jetzt hier lang können. Sterbe ich dann? Nö. Sterbe ich nicht. Das sind ja alles Bereiche, die wir so noch nicht kennen. Ich lieb's. Komm, lass uns erstmal hier lang laufen. Alles zu, alles verschlossen. Aber wo kommen wir hin?
Was befindet sich am Ende? Eine offene Tür und... Hö? Und was, wo man runterstürzen kann. Oh. Hallo? Oh, wer bist du? Sei gegrüßt. Morg, der Hüter der Bücher. Ich habe alte Bücher gefunden. Vielleicht können wir uns gleich anfreunden mit Morg. Sei gegrüßt, Freund. Ich bin Morg. Ich bin Bibliothekar und Händler aus Berufung. Nachkomme der uralten Familie Morkos. Ich sammle Bücher und Objekte und nutze das Wissen, das sie enthalten. Tatsächlich, um unsere neue Bekanntschaft zu feiern. Wenn du mir 5 Bücher bringst, werde ich dir eine wertvolle Belohnung geben. Sag mir mal, willst du mit mir handeln? Bücher? Hast du irgendwelche wertvollen Bücher für mich gefunden? Ah, verstehe. Du hast die 5 Bücher noch nicht gefunden, aber das waren noch mehrere. Lass mich wissen, wenn du das erledigt hast. Was hast du denn? Besessenes Buch? Dann lerne ich neue Angriffe. Ein Wirbelangriff nach einem Sprint ausführen. Das erhöht dessen Angriffshöhe. Goldene Lust. Verdoppelt die Menge gesammelten Erz. Die goldene Lust interessiert mich. Leben stehlen stellt Gesundheit wieder her, wenn du Gegner tötest. Großer Beutel. Kann bis zu, aber so viel können wir ja noch gar nicht tragen. Okay, ich habe verstanden. Vergiss es. Ich bin hier, falls du es dir anders überlegst. Spannende Quest. Also müsste dir ja überall noch mehr Bücher sein. Fantastisch wäre es auch, wenn ich ihm die jetzt unter dem Arsch wegklauen könnte und sagen könnte, ja. Ist ja lustig gebaut. Seine Höhle hier, oder? Übersetzt heißt das jetzt. Bücherset. Vielleicht müssen wir das auch wirklich 5-mal sammeln. Danach sieht es ja fast aus. Okay. Machen wir, kriegen wir hin. Ich würde ja gerne wieder zurück an unsere Geldquelle. Können wir nicht auch zwischen den einzelnen Statuen hin und her reisen? Ging das eigentlich? Weiß das jemand? Weil dann können wir da locker zurück. Aber ich glaube, es ging nicht, ne? Ein Bücherset. So, das war das 2. Also mal gucken, ob es jetzt 2... Ja, okay. Jetzt die Frage, gucke ich darüber, aber das sah zu aus. Dann lass mal runter. Aber wie kämen wir denn jetzt wieder in die Mitte zurück? Ach. Ist schon nicht so einfach gebaut, die Stadt, ne? Warum? Einfach, wenn es auch echt kompliziert geht. 3. Set. 2 fehlen noch. Du musst ja wirklich in jede Ritze rein und möglichst auch nicht sterben dazwischen. Jetzt die Frage, was passiert, wenn ich hier... Ich verliere Herz. Aber hier ist ein... Schalter. Da darf ich nicht raufkommen. Hier ist Akish. Saphirherz. Give it to me. Da ist noch ein Schalter. Irgendwo oben, den wir bestimmt auch betätigen müssen. Aber wie kommen wir denn hier jetzt zurück? Muss ich dann an die Leiter ranspringen? Das sieht so aus, ne? Wir gucken erstmal, was sich dahinter vielleicht verbirgt. Ob wir da überhaupt schon hinkommen. Oh Mann, das sieht so dunkel aus. Mein Wunsch wurde erhört. Ihr wisst, was ich dann mache, ne? Geld sammeln. Geil, wir haben eine Abkürzung freigeschaltet. Das ist das Besteste, was uns hätte
begegnen können, weil zwischen dieser Stelle hin und her, das ist easy. Das heißt, wir gehen jetzt in Geldbeschaffung. Bis zu 2000 können wir ja, glaube ich, sammeln, ne? War das nicht so? Sie cheatet jetzt wieder rum. Ich weiß, ich nutze das aus, solange das funktioniert. Ah! Ich habe vergessen, wie dieses Spiel gestaltet ist, offensichtlich. Stimmt, wir müssen erst mal das hier überleben. Bis wir zu unserer Geldquelle kommen. Für einen Augenblick habe ich vergessen. Dass dieses Spiel doch so die ein oder andere Tücke mit sich brachte. Was tust du? Du kommst doch gar nicht wieder hin, werden einige sagen. Ja, das macht es spannender für uns alle. Insbesondere euch. Aber ich sitze schon wieder schweißschwitzerig da, ne? Fuck off, fuck off! Sollte ich mir mal einen Shot geben? Ja. Aber wir sind ja jetzt schon da. Wir sind schon da. Wir sind einfach da. Ich glaube, zwischen den Stadien hin und her reisen ging nicht, ne? Nee, ich glaube, es ging nicht. Nach unten müssen wir. Nach unten, nach unten, nach unten. Aber das mit der Abkürzung ist mega. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das ist genau das, was ich mir innerlichst gewünscht habe. Wie kamen wir jetzt? Kamen wir alles mit dem Fahrstuhl runter? War das so? Ich glaube. Wie man Dinge einfach vergessen kann. Wie man Dinge einfach vergessen kann. Ich glaube, 2000 konnten wir zusammensammeln. Und die Stimme verlieren. Hier wollte ich hin. Das war mein Ziel. Ich hoffe ja, dass es noch funktioniert. Und dann werden wir uns tolle Dinge kaufen. Freue ich mich. Lass uns mal jetzt nochmal eine Runde speichern. Ja, unbedingt. Sei gegrüßt. So. Das ist schlimm, ne? Kaum warst du mal ein paar Sekunden oder mal so eine Stunde oder ein bisschen unterwegs mit der Xbox-Steuerung, verwechselt man ständig A und B. Das hätten die auch mal vereinheitlichen können zwischen Nintendo und Xbox. Ah! Da war ich kaputt. Weißt du, wie ich meine? So eine internationale Richtlinie, wo A- und B-Buttons zu platzieren sind. Genau, dann laufen wir jetzt hier hin in die Ecke und dann gucken wir mal, dass sich die Karte dann vielleicht nochmal neu lädt, weil wir müssen es jetzt bestimmt ein- oder zweimal machen noch. Ihr wisst ja, ne? Unsere Geldbeschaffung. Wie wir sie schon ein paar Mal ausgeübt haben. Neue Geister können wir uns auch noch nicht zulegen, weil wir erste größere Tasche brauchen, weil der verlangt mehr, als wir aktuell tragen können. Ah, Feueressenz, ich sehe. So. Geldbeschaffung, 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 Geldbeschaffung. Geldbeschaffung. Achso, können wir dich tragen. Geldbeschaffung.
Geldbeschaffung. Geldbeschaffung. Ja, vielleicht doch nur noch einmal. So, das sollte jetzt gereicht haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt, wo wir zum einen das restliche Geld besorgen und uns vermutlich etwas Neues erschaffen werden.